Guten Morgen. Wo die Fahrräder stehen, kommt man nicht ran. Wie günstig. Meine steht ja bis zu Andrea. Guck doch, auch bei dieses Haus. Das Problem ist auch bei meiner Tür. Alter, krieg alles abgewaschen. Wer macht denn sowas? Also ich weiß ja, wer sowas macht, aber... und da? Wo keine Räder sind? Kamen sie nicht ran. Ey, da muss ich alles voll flacken mit Rädern. Dann ist das Haus ist völlig unattraktiv, wenn sie da nicht rankommen an die Hauswand. Ist ja logisch. Ja, ich mach das nachher gleich weg. Wenn ich komme, ist das Erste, was ich mache, ist dieses Graffiti weg. Ja, so ist das da. Das ist immer die Aufgabe. Aber hast du noch eine halbe Stunde zu tun? Locker. Eine Stunde fast. So. Trockenfutter? So. Mach dir noch Milch rein. Warum sieht das so schlimm aus schon wieder? Genau, heute gibt es ja Frühstück mit Carsten. Diese komplett quasi und so lecker. Du weißt schon, diese Viereckigen, die waren das so weiß. Die weißen Komplex, du weißt, die waren so weiß. Das weiß ich nicht. Weiße Komplex, viereckig? Wahrscheinlich, ich weiß es ja, aber die waren ja nicht weiß. Die waren auch so. So ganz weich. Ach, weich? Ja, okay, okay. Aber und die Mais. Und die Maiskomplex brauchen Zucker, weil die haben ja sonst gar nichts mit. Oder? Ja, naja, das ist hier auch nur ganz schlimm an für die Füße hier. Man könnte sagen, das sind Zuckertäubchen. Honig ist das doch, ne? Also sind das auch ein bisschen mit Zucker, aber Zuckertäubchen sind das. Zucker ist bestimmt drin. Weißt du, warum die weiß wurden? Wegen der Milch, wenn sie so lange drin sind, wurden die weiß. Mhm. Und passt denn so weiß? Immer ganz hoffnungsvoll vom Laden und wartet. Ja? Ja, mit dem Fahrrad. Wo startet auf die Tür? Ich hab nur noch, oder? Ja, es sind noch 5. So länger. 9 Minuten. Das Haus hier, das nimmt ja da kein Ende irgendwann. Oder? Da steht das Kim Mietrad. Hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Ja, was soll's, man muss ja eh gehen irgendwann. So, geht los. Was soll ich dazu sagen? Stevens Hinterrad, platt. Machen wir. Wenn man zwei Kinder hat, machen wir auch. Vorne platt. Olympic Sport ist wieder da. Hinterrad leicht, hintere Reifen leicht durchgefahren. Ich zeig's euch mal. Da. Moin. Moin, ja? So, Breakfast. Breakfast. Breakfast and Furious. Breakfast. Jetzt habe ich noch auch cool am Feld. So, Carsten hat wieder ein Diskussionsobjekt mitgebracht. Cannabis, vor allem steht drauf, Cannabis-Eistee. Cannabis-Eistee. Oder kanadischer Eistee. Cannabis. Kinderleit-Eistee. Hier, Eisex. Wieder mal ein Hanfprodukt oder Hanfsymbolikprodukt. Was für ein scheiß Swastika ist das ja fast schon.
Das wird ja gehändelt wie ein Hakenkreuz hier. Das ist das Grüne Reich. Wie geht denn sowas überhaupt? Cannabis-Eistee. Vor allem so unten drunter unter dem Blatt so, feel good. Ja, 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 feel good. Total. Aber ich dachte ich auch, genau so dachte ich so, I feel good. So ist richtig bescheuert. Und das ist, es ist wirklich die ganze Jugend oder was weiß ich, die kiffen auf jeden Fall mehr als in den 70ern. IQ so. For You GmbH. Und nicht legalisiert, aber das abgefüllt bei Red Bull. Für ihre Produktion. Kampfex. Moin, moin. Danke, danke. Der Kacke sauber. Guten Appetit. Was ist denn? Hundekot fand ich da. Saugen die. Nee. Häuschen auf. Ja, und schreddern die und machen Kompost raus. Ist nicht wahr. Geile Idee. Schön, Alter. Ich finde das so ekelhaft eigentlich da. Ja, die Stadt, ne, Berlin. DSR. Aber ist cool, dann macht er die Gehsteige sauber. Ja, aber. Wenn es noch geht. Oh, ich weiß nicht, könnte glaube ich nicht da auf den ganzen Kackehaufen. Wo gibt's Eisex? Schwarztee-Erfrischungsgetränk mit Hanfblütenextrakt. Ja. Zu einer Blüte. Aus kontrolliertem Anbau. Hanfblütenextrakt 0,05%. Das ist viel. Das ist nicht viel. Natürlich nicht. Das ist ja keine ganze Blüte, eine Staude drin. So. Und fühlst du dich jetzt schon besser? Ja. Oh, bist du high? Because I got high, because I got high. Da 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 da. Da 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 da. I don't know why. Oh yeah, because I got high, because I got high. Ja, hier. Deins. Meins. Prost. Hallo. Besser als eine Tüte. Besser als Red Bull. Auf alle Fälle, muss ich mal sagen. Weil zwar süß, aber nicht so süß. Nicht so extrem süß. Das stimmt. Ein bisschen herb im Nachgeschmack, wa? Das ist das Cannabis. Hanfmate. Kommt demnächst auf den Markt. Ist es ja im Grunde genommen. Gibt es jetzt schon? Nee, ne? Nee. Jetzt ja. Wenn jetzt ich das gesendet habe, gibt es das. Ja, und weißt du was? Das ist natürlich, das müsste schon lange geben. Hanfmate. Warum gibt es das noch nicht? Mario Mate. Die ganzen anderen Scheiß-Mates kaufen sie ja auch. Hans Mate wird sofort gehen. Mit dem Symbol, Alter, hast die Freiheit auf deiner Seite. Egal, Hanfi, Mate, Klamotte. Ja. Egal was. Braucht man echt einen Hanf-Store. Und drin arbeiten nur Hänflinge. Oh, es wirkt schon. Es geht schon auf die Synapse. Ja, es wirkt schon. Ich wirk schon. Naja. Ist ganz, ganz okay irgendwie. Schmeckt halt ein bisschen wässrig, ne? Ja, schmeckt so nach Anfall. Ist wahrscheinlich die Hanfblüte. Der Hanfsamen. Davon sogar gesättigte Fettsäuren. Jo, habt ihr das Rad? Haben wir hier gezeigt. Zack, zack, zack. Frühstück haben wir durch. Jetzt mache ich das Rad schnell. Dann mache ich das nächste, dann mache ich das nächste, dann mache ich das nächste und das nächste und das nächste und das nächste.
Nächste? Da meinte. Nächste. Boah! Das ist ein versehrter Verein da raus. Ja, gucken wir uns mal das an. Rubbel ist gerade durch. Der rumpelt da weg. Ich schock Padajok. Oh, viel Arbeit, wenig Geld. Wolfgang, jetzt hier mal hin. Hast du noch wohl hier, wa? Ja. Frühstück. War die Platte, hast du die rumgemacht oder war die so? Die ist doch doof gelegt nur. Achso, da gut. Mit Folie festgeklebt, ist da gut. Wie? Die ist noch eingepackt. Ist auch seine Packung. Kannst du kaufen. Ach so. Mann, du bist ja hoch. Ja, die, ich dachte, die ist so fertig. Hey. Ja. Ist ja Schreibunterlage. Kannst du gucken? Hat die close? Nein, we close. Okay, beautiful. Ja, beautiful, ne? Na, mein Freund, was ist los? Ach, seid ihr jetzt schon befreundet? Na, das wisst ich ja auch nicht. Ah, ja, ja. Das ist mir auch. Da müsst ihr euch mal treffen, sag mal. Könnt ihr deinen Freund nicht so vernachlässigen? Ami, was gibt's denn neu? Erzähl mal. Ich neu. Nee? Die Bronze ist jetzt bei Griesebach drin. Welche Bronze? Die Rund. Ach. Ein Frühjahrsabzug. Und? Wie viel? Bei 4 angesetzt. Also, geht doch noch, wa? Also Schätzpreis bei 4. Bei Griesebach? Hat er nichts Besseres gefunden? Hat mir gerade einer erzählt, der hat den Katalog im Hintergrund, weil der kennt die Story. Und der hat mir das gerade gesagt und da hat Claudi gleich gesagt. Ich sag mal Bernhard Bescheid, dass ich weiß, dass er die bei Griesebach reingeliefert hat. Ja, das ist ja nun nicht schlimm, dass er sie verkauft, wisst ihr doch. Ja, ich bin ja nicht mehr schlimm, dass er den macht bei mir. Er wollte es ja eigentlich nicht mehr melden, wisst ihr. Wieso wollte er dir noch was geben? Naja, na, weil ich ihn drauf angemacht habe, dass er mir Scheiße erzählt hat. Die könnte 2.000, 3.000 kriegen. Ja, ich hatte ihn ja nächstes Jahr angerufen, da habe ich die ja dann gesehen bei Ketterer. Ach, ihr seid aber auch ein komischer Verein, ey. Hallo. Ja? Wie bitte? Englisch? Englisch, ja. Ein bisschen. Un poco. Habla Spanier? No, hablo español. Ah, un poco. Un poco, ja. I have a problem with it, yes. Which problem? I have only one gear. That's not a problem with gears, where you have no gears. Ah, yeah, yeah. See, you have no problems with gears. Basically, it's that. Finally, no defect. Yeah, basically, it's that. Wir brauchen neue Bremszuläge, weil hier kommt schon das Metall durch, ne? Die baue ich jetzt an. Mal gucken, nächster Auftrag. Ah, das wird immer hier kleckerweise hittet. Das wird die ganze Zeit was zu tun, aber immer so ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen quatschen und ach, naja, wisst ihr ja selber, wie das ist. Wird schon werden. Next. So, was kommt denn als nächstes? Erstmal die Brille putzen hier. Dann haben wir wieder klare Durchsicht und jetzt geht's weiter. Dann machen wir das. Ich habe eine Maus gesehen. Die meine uralte Arbeitskollegin von meiner Ausbildung. Nein. In Karstadt getroffen. Erika, weißt du noch? Ja, die Tante Erika kenne ich auch. Ja, und ich habe mich so gefreut, als ich sie gesehen habe. Du hast gesagt, hallo, los, hol mich ich raus. Erika. Komm zurück. Ich guck mich so an. Also, kennst du mich gleich bei Marc? Ich so, Mann. Jetzt kommt das Wrack. So, Fortsetzung dieses Trittlager, sag ich schon. Fortsetzung dieses. Ich bin einfach noch zu müde. So, Fortsetzung dieses Steuersatzproblems. Okay, geht los. Also, Lagersitz.
Premium-Lager. Schon ein Premium-Lager sein. Okay, krass, ne? Mittwoch ist mein Lauftag. Naja, hast du den Sport? Ja, aber ich werde auch nicht geschafft. Mama, was ist da? Tja, ich wünschte, ich hätte jetzt gesehen, wo ich das Lager hingetan habe. Was? Ich sage, ich wünschte, ich hätte jetzt gesehen, wo ich das Lager hingetan habe. Vielleicht habe ich den Helm da draufgelegt. Das Lager ist natürlich schon hier drauf. So, da brauchen wir jetzt Licht dran. Das heißt hier Osram Technology, wir wissen ja, was das heißt, Made in China, mehr heißt es ja heutzutage ja auch nicht mehr. Aber wird verbaut. Feierabend. Ich wollte nur einen Kaffee trinken, aber nee, wird nicht. Wo ist mein Kaffee? Keine Zeit zum Essen? Aha. Kommst du auf den Preis? Trailer 90? Vermietung? 40 pro Watt? 40 pro Watt. So, ich muss ja auch weitermachen. Das Problem hier ist, dass die ganzen, ich kann das alte Lager nicht mehr verwenden, das ist sowieso hin. Und sie kann sich das aber nicht leisten, neu. So, jetzt baue ich ja trotzdem neu ein, spare aber an der Kettenradgarnitur dann ein. Die kostet natürlich nur 54 Euro, sondern eben nur 24 Euro. Das sind dann quasi diese 30 Euro. Liegt dann einspare und dann lieber für Newtet Lager ausgebe. Was hat sie denn davon bei aller Liebe, wenn sie alles repariert hat? Aber das Lager ist scheiße und da muss man das Lager rausrufen. Der Antrieb ist sowieso durch in 2 Jahren. Definitiv. Also wenn sie viel fährt. Ist ja nach 2 Jahren runter. So ein 100 Euro Antrieb, also Antriebsteile für 100 Euro. Das fährst du, wenn du viel fährst, ein Jahr. Eine Saison, 2 Saison, maximal. Und da musst du schon Kette tauschen. Also, bin ich der Meinung, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich ja auch völlig wildfremd, aber bisher war das immer so. So, Paket ist gekommen für Hans, für dich. Stoßdämpfer, neue Federelemente für deinen Hänger. Damit der, ey, kannst du nicht mehr schieben, den kannst du nicht schieben. Der sitzt genau auf dem Rahmen. Der Rahmen schneidet die Räder auf. Also das geht nicht. Kannst du so nicht machen. Wenn es leer ist, sieht's, aber wenn es voll ist, sieht's nicht. Deswegen habe ich mir einfach mal erlaubt, neue Federelemente zu kaufen für den. 100 Euro, 110 Euro. Dachte mir, ist okay. Kann ich dir auch mal in die Fallen tun. Kriegst du quasi geschenkt von mir. Kriege Aufmerksamkeit. Eine kleine Aufmerksamkeit. Oh, also mit Schreddermaterial. Mal gucken. Oh, Westfalia Vertriebspartner. Also kann ja nur gut sein.
Achso, ist nur ein Lieferschein. Piero. Fuchsen? Lager? Fuchsen? Schauen wir mal. Sechs Buchsen. Eine Dunstrasse, oh, schöner Park, ja. Seitdem ist da eine Hasenheide, da ist ein schöner, uriger Biergarten hier, die Hasenschenke. Da oben, ja. Da haben wir jetzt neu gemacht. Also, Feierabend. Feierabend vorbereiten, das mache ich nicht, aber ich bereite das hier vor, weil hier keine. Das funktioniert ja nicht mehr. Aha. 15. Ja, if you have a credit card, then here next. Yeah, okay, cool. But I don't know if it's fees or not. Die müssen natürlich entrostet werden hier. Und da kommt einmal alles neu. Und jetzt schließen wir. Fenster zu. Alles zu. Jetzt muss ich nach Hause. Schon spät. Mutti wartet. Also bis dann. Ciao. Na gut, okay. Jetzt sitze ich hier und muss schneiden. Das ist 10 Uhr schon, 21:57. Ich schaue vorher mal so, was so geht. Und zwar eigentlich nicht hier, sondern bei YouTube. Ja, genau. Ja, lieber Hans, also sorry dafür. Ich habe nicht alle geschafft, sauber zu machen. Geht direkt an Hans, Mensch. Und von der Hauswand, aber ich hatte einfach keine Zeit. Ich habe eine Stunde geschrubbt. Eine Stunde mit Stahlbohrleiter einstanden und naja, siehst du ja. Ja, falls du das siehst. Ansonsten jetzt erstmal gute Nacht an euch. Ich schneide jetzt gleich. Gut, okay. Bis morgen. Ciao.